Im Frühjahr 1944 bereiten sich amerikanische Truppen mit ihren Verbündeten im Süden Englands auf die gewaltigste Landeoperation aller Zeiten vor. Die alliierten Verbände wollen die gegenüberliegende Küste der Normandie einnehmen. Seit 4 Jahren ist sie in deutscher Hand. Ein Vorhaben, das die entscheidende Wende im Zweiten Weltkrieg bringen soll. Der Tag der Landung wird als D-Day in die Geschichte eingehen. Zu den Truppen gehört ein einfacher Soldat, Frédéric Gisbert. Sein Sohn Jean-Christophe lebt heute in Nordfrankreich. Ich bin der Sohn eines amerikanischen Soldaten, der am 6. Juni 1944 in Omaha Beach gelandet ist. Mein Vater wurde 1941 eingezogen und für die Landungsoperation nach England gebracht. Aus militärischer Sicht ist mein Vater kein Held gewesen. Er war mutig und tapfer und ist dafür mehrfach ausgezeichnet worden. Aber für mich ganz persönlich ist er schon ein Held. Ich stelle mir immer vor, wie er mit seinem Gewehr unter deutschem Beschuss über den Strand rennt. Devant mes yeux, remonter la plage de Mahat, le fusil à la main. Darum sage ich, mein Vater, der Held. Wenn auch nicht mein Held. Mein Vater hat zwar mehrere Orden bekommen, aber durch außerordentliche Kühnheit hat er sich nicht einen Namen gemacht. Er gehörte zu einem Minenräumkommando. Das war keine leichte Aufgabe, es war sehr gefährlich. Er ist nicht stolz darauf gewesen, dass er Krieg geführt hat, dass er überlebt hat oder Minen entschärft hat, damit Soldaten nicht umkommen. Nein, er war vor allem darauf stolz, keinen einzigen Menschen im Krieg getötet zu haben. Ich weiß nur wenig über seinen Werdegang. Darum habe ich recherchiert, habe überall hin Mails verschickt, an Veteranenvereinigungen und so weiter. Leider habe ich nur wenige Antworten bekommen. Es gibt zu wenig Informationen, um die Spur meines Vaters während der Schlacht in der Normandie zu rekonstruieren. Siebzig Jahre danach begibt sich Jean-Christophe Gisbert auf die Suche. Er ist Schriftsteller und will ein Buch über die Schlacht in der Normandie schreiben, an der sein Vater Frédéric Gisbert teilgenommen hat. Auf dem hohen Ufer über dem Strand, der damals von den Alliierten die Bezeichnung Omaha Beach erhielt, nimmt er seine Recherchen auf. Hier kam es zu den ersten und verlustreichsten Kämpfen nach der Landung. Hier hat er sich mit einem Kenner der Ereignisse verabredet. Good afternoon. Hi. Jean-Christophe? Ted Chui, 29. US-Infanteriedivision. Sehr angenehm. Sie wollte ich kennenlernen. Ihr Vater war bei der 29. Ja, mein Vater landete hier am 6. Juni. Er war Pionier in der 29. Division. Ich wette, er hatte einiges zu erzählen. Ach, er sprach darüber nicht viel. Ich musste ihn eher ausfragen. Er wollte mir nicht alles erzählen. Es war schwer für ihn, die ganzen Jahre damit klarzukommen. Hat Ihr Vater von seiner Einheit erzählt? Nein, ich weiß kaum mehr, als dass er Pionier war. Darum bin ich auf der Suche nach Informationen. Ich wüsste gerne, was er seit der Landung alles gemacht hat. Did he do day by day, starting from the landing? War er vor dem Krieg in der Nationalgarde? Nein, das glaube ich nicht. Er mochte nicht eingezogen werden. Aber er wurde eingezogen und sie sagten, okay, Sie kommen als Pionier in die 29. Division. Er hatte gar keinen Bezug zur Technik. Er war von Beruf Kupferstecher. Viele dieser jungen Männer hatten nicht die Ausbildung, die hier gebraucht wurde. Ich glaube, er hat seine Sache gut gemacht. Er bekam ja viele Auszeichnungen. Dass er überlebt hat, dass Sie jetzt hier sind, beweist das. Yeah,
Die ersten Infanteristen, die hier landeten, kamen in den Minenfeldern um. Darum brauchte man Männer wie ihren Vater, die Schneisen schufen, damit die Soldaten sicher über das Minenfeld gelangten. Man kam einfach nicht weiter zu den höher gelegenen Abschnitten, ohne vorher die Minenfelder zu räumen. Und das alles unter dem Beschuss deutscher Mörser, Maschinengewehre und schwerer Artillerie? Genau. Minenräumen ist schon für sich gefährlich. Besonders aber, wenn man dabei schutzlos deutschem Feuer ausgesetzt ist. Diese Männer hatten hart dafür trainiert. Aber die Division, in der ihr Vater war, ist noch nie im Kampfeinsatz gewesen. Dies hier war sozusagen ihre Feuertaufe. Stimmt. Die Horrorbilder, die sie hier gesehen hatten, wurden sie ihr Leben lang nicht los. Ganz genau. Er hat mir von der Ausbildung in England erzählt, den Vorbereitungen auf die Landung. Aber er hatte keine Vorstellung, was ihn hier erwartete. Seit Juni 1940 ist die Produktion der Alliierten auf die Kriegswirtschaft ausgerichtet. Unterdessen haben die Nazis die Küstenlinie systematisch gegen die erwartete Landung befestigt. Rücksichtslos werden Sklavenarbeiter eingesetzt, um mit Stahl und Zement ein enormes Verteidigungssystem zu errichten. Das gewaltigste der Welt, den Atlantikwall. Panzersperren und Straßenhindernisse wurden gebaut. Geschützstellungen und Festungsanlagen erstrecken sich von den Stränden bis weit ins Hinterland. Täglich perfektionieren Nazi-Truppen die Verteidigungsmaßnahmen in ihren mächtigen Festungen. Anfang 1944 wurde die 29. Division informiert, dass sie bei der alliierten Landung mit der Bezeichnung Operation Overlord eingesetzt wird. Sie sollte Seite an Seite mit der 1. Division in Omaha Beach abgesetzt werden, als die erste Angriffswelle. In England planen General Dwight D. Eisenhower und seine Kommandeure die Befreiung eines verlorenen Kontinents. Sie legen fest, wann und wo ihre Armeen zuschlagen. Das Schlachtfeld ist Nordfrankreich. Am Morgen des 6. Juni 1944 landete das 116. Infanterieregiment der 29. Division zusammen mit dem 16. Regiment der 1. Division in Omaha Beach. Sie sollten den Strandabschnitt vor Vierville sichern. Aber was an dem Tag geschah, war nicht das, wofür sie trainiert hatten oder was sie erwarteten. Der Strand war in einzelne Einsatzbereiche aufgeteilt. Aber am D-Day änderte sich alles, als die starke östliche Strömung im Ärmelkanal die Einheiten durcheinanderbrachte und mit ihr das 16. Infanterieregiment. Dazu kam, dass die deutsche Verteidigung viel stärker war als angenommen. Die 352. Deutsche Infanteriedivision war nämlich nach Omaha verlegt worden. Eine erfahrene Truppe, die an der russischen Front gekämpft hatte. Sie vereitelte den amerikanischen Vormarsch auf Vierville an diesem Morgen. Die Kämpfe waren sehr heftig. Jede Kompanie kam bereits dezimiert auf dem Strand an. Am Ende des Tages hatten sie über 1000 Soldaten verloren. 247 von ihnen waren gleichgefallen, die schwersten Verluste am D-Day. Während Jean-Christophe Gisbert auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof in Gedanken bei seinem Vater ist, sind auch zwei weitere Männer auf der Suche nach dem, was die Soldaten vor 70 Jahren hier erleiden mussten. Aber schauen wir uns jetzt einfach noch mal hier den Stützpunkt. Es sind Martin Galle und Hans Heinze. Des Mannschaftsbunkers, der unter uns ist. Deren Großvater und Vater verteidigten damals als Angehörige der deutschen Wehrmacht die Stellungen des sogenannten Atlantikwalles. Der dann auch in den Morgenstunden des 6. Juni wohl hier hoch ist und dann zu seiner Stellung ist. Meine persönliche Verbindung zu der 352. Infanteriedivision ist mein Großvater, Oberst Ernst Goth, dessen Regiment, das 916. Grenadierregiment, am D-Day, am Tag der Landung, direkt im Zentrum des Omaha-Strandes lag. Die Erzählungen meines Großvaters haben mich schon vor vielen Jahren dazu veranlasst, über diesen Tag zu lesen
und später auch in die Normandie zu fahren, um mehr über diesen Tag und die darauffolgenden Tage zu erfahren. Was mich antreibt, weiter zu recherchieren über den D-Day und die Zusammenhänge auf allen Seiten, ist einfach vielleicht dazu beitragen zu können, ein Stück Geschichte mehr nicht erlebbar, aber nachvollziehbar zu machen für zukünftige Generationen. So, Herr Heinz, jetzt wird es interessant. Wir sind hier auf dem amerikanischen Friedhof. Und Ihrer Theorie nach müsste jetzt hier irgendwo der Baum sein, auf dem Ihr Vater runtergeschaut hat auf den Strand. Okay, wir sind jetzt hier im östlichen Teil des Omaha-Strandes angelangt, im Bereich Colville-sur-Mer. Westlich von uns sind die Städte Saint-Laurent und Vierville. Und wir haben jetzt den Landeabschnitt der zwei US-Infanteriedivisionen, der US-29. Infanteriedivision und der 1. US-Infanteriedivision. Entschuldigen Sie, mein Vater war in der 29. Division, hier am 6. Juni. Das ist ja interessant. Sind Sie Deutscher? Ich bin Deutscher. Schön, Sie kennenzulernen. Finde ich auch. Das ist Herr Heinze. Sein Vater war auch hier am 6. Juni. Er diente in der 352. Infanteriedivision beim 960. Grenadierregiment. Wie es aussieht, bekämpfte seine Einheit die ihres Vaters bis nach Saint-Lô. Mein Vater saß da auf einem Baum, wo er einen guten Blick runter zur Küste und zum Flüsschen Vier hatte. Und er sah genau, was am Strand vor sich ging. Sein Vater hatte einen Beobachtungsposten oben auf dem Baum. Da sah er das Chaos. Später sollte er den Gegenangriff über den Friedhof führen. Aber die Amerikaner hatten per Funk die Artillerie herbeordert. Darum verzogen sich sein Vater und seine Leute so schnell wie möglich, quer über den Friedhof. Sie blieben dann einen Tag länger in Colville. Am 6. Juni 1944 war dieser Friedhof noch vermintes Gelände. Der gemeinsame Gang der Männer über das Feld in Colville-sur-Mer mit seinen fast 9400 Grabstätten amerikanischer Soldaten hat etwas Symbolisches an sich. Besonders für Jean-Christophe Gisbert, dessen Vater deutschen Ursprungs war. Eigentlich fühlte sich mein Vater irgendwie heimatlos. Er war Amerikaner, aber sein ganzes Leben lang ist er auch Deutscher geblieben. Er hatte von seinem 7. Lebensjahr, bis er 13 war, in Deutschland gelebt. Er kannte es gut und sprach perfekt Deutsch. Es war schwer für ihn mit seinen blonden Haaren und blauen Augen. Er war untersetzt, trug gerne Lederhosen und man beschimpfte ihn als Kraut, dem amerikanischen Schimpfwort für Deutsche. Das alles hat bei ihm so eine Art Ambivalenz zwischen seiner amerikanischen Staatsbürgerschaft und seinen deutschen Wurzeln hervorgerufen. Für ihn war das ein ziemliches Durcheinander. Ich glaube, irgendwelche Dämonen haben ihm innerlich zugesetzt. Der Krieg hat nichts dagegen ausrichten können, sondern ihn nur noch mehr verwirrt. Besonders, wenn man weiß, wie die Soldaten in diesem Krieg gelebt haben. Alles in allem war es für meinen Vater kein Krieg der netten Amerikaner gegen die bösen Deutschen. Seine ganze Generation musste ja durch ein fürchterliches Blutbad warten. Da spielt es keine Rolle, zu wissen, wer Amerikaner war und wer Deutscher. Es waren junge Leute, junge Männer, die sich bekämpften, die starben, die verstümmelt wurden. Und es kommt einem so vor, als ob sie alle in einem großen Hexenkessel steckten. Ich denke, dass mein Vater das so gesehen hat, weil er glaubte, dass eine ganze Generation Amerikaner und Deutscher zugleich von Kriegen massakriert worden sind. Für meinen Vater war die Nazi-Herrschaft ein Betriebsunfall. Ein Regime, das völlig gegensätzlich zur deutschen Seele ist.
Er glaubte, dass die Deutschen von Hitler hypnotisiert waren und dass sie sich eines Tages gegen ihn erheben und ihn verjagen. Die Geschichte hat ihm nicht recht gegeben. Die Befreiung Europas von der Nazi-Herrschaft war das wichtigste Ziel der Operation Overlord. Vor dem Mahnmal für die alliierten Truppen am Ort der Landung erinnern sich Jean-Christophe und seine neuen Freunde daran, was ihre Väter ihnen von diesem Ereignis hinterlassen haben. Am 50. Jahrestag hatte Reagan doch eine Rede am Point d'Orgue gehalten. Das war Clinton, 1994. Ich war dabei. Ich erinnere mich noch, wie mein Großvater und die alten Herren damit umgingen. Niemand sprach über den Krieg. Erst nach dem zweiten oder dritten Bier vielleicht. Aber wir Kinder oder die Frauen sollten das nicht mit anhören. Die Generation meines Großvaters hatte ja noch den Ersten Weltkrieg erlebt. Es muss doppelt schrecklich für sie gewesen sein. Eine weitere Generation, die in den Krieg zieht. Wenn ich meinen Großvater nach dem Ersten Weltkrieg fragte, sagte er nur: Bitte frag mich nicht. Wir werden nie wissen, was sie durchgemacht hatten. Mein Vater sprach mit mir zum ersten Mal über den D-Day, als ich den Führerschein bekam. Ich stieg ins Auto und fuhr zum Utah Beach, weil ich dachte, dass er dort gelandet war. Danach erzählte ich ihm: Ich war da, wo du gelandet bist. Und er sagte: Utah war ein sicheres Gelände. Ich kam nach Omaha. Und dann erzählte er den ganzen Abend von seinen Erlebnissen, aber nur ein einziges Mal. Schrecklich. Das muss man sich vorstellen, 50 Jahre alles für sich zu behalten. Auf beiden Seiten des Atlantik gründeten sie Familien, schufen sich eine Existenz, bauten sich Häuser, zogen Kinder groß, arbeiteten hart. Da hat man keine Zeit daran zurückzudenken. Wohl wahr. Es ist kein böser Wille. Keine böse Absicht, man hatte andere Dinge zu tun. Genau, das Leben ging ja weiter. Mein Vater hat sehr wenig aus seiner Jugendzeit erzählt und noch viel weniger von seinen Kriegserlebnissen. Ich kann mir Gründe dafür vorstellen, weswegen mein Vater darüber nicht gesprochen hat. Krieg kann man nicht erzählen. Ich denke, er will damit ausdrücken, dass man ewig lange über das Thema reden kann, aber keiner, der es am eigenen Leibe erlebt hat, wird nur durch Erzählungen es begreifen. Ich denke, wer solche Kriegsereignisse hinter sich hat, der muss darüber schweigen. Im Overlord-Museum von Colville sind Erinnerungsstücke von allen Einheiten, die damals gegeneinander gekämpft hatten, über Jahre hinweg zusammengetragen worden. Leider verliert sich die Spur des Soldaten Gisbert am Omaha-Strand. Den weiteren Vormarsch seiner Einheit will Jean-Christophe zusammen mit seinen neuen Freunden rekonstruieren. Als das 1. Infanterieregiment hier landete, folgten ihr gleich die anderen beiden Regimenter. Als alle drei Regimenter auf der Küstenstraße waren, wendeten sie sich nach Süden ihrem Hauptziel zu, St. Lo. In 6 Tagen wollte man dort sein. General Gerhard, der Kommandeur der 29. Division, ging jede Nacht mit der Überzeugung zu Bett, am nächsten Tag St. Lo einzunehmen und dann dort zu schlafen. Sie brauchten dafür aber 6 Wochen. Gehen wir mal zum Ort der nächtlichen Aktion beim Carrefour Rouvigne. Da kam es zu einer Tragödie für die Infanteristen dieser US-Division. Gleich hier an der Kreuzung war das, vor diesem Haus.
Die Soldaten hatten den Befehl, weiter vorzurücken, aber ihre Offiziere ließen Halt machen, weil es schon dunkel war und die Männer erschöpft. Als sie die Kreuzung erreichten, ließ der Kommandeur Verteidigungsstellungen einnehmen, während er die Aktionen des nächsten Tages planen wollte. Er betrat mit seinen Offizieren einen Bauernhof und ließ seine erschöpften Männer ohne Führung, ohne Sicherung und ohne Kampfstellung auf dem Feld zurück. Die Deutschen waren ihnen heimlich gefolgt und verbargen sich hinter den Hecken rund um das Feld. Dann eröffneten sie von allen Seiten das Feuer. Die Amerikaner wurden von ihren Maschinengewehren einfach niedergemäht. In nur 20 Minuten wurden von den 600 Soldaten 100 Mann erschossen. Fast 300 waren verwundet oder gefangen. Diese Straße, die Kreuzung und dieses Feld, hier ereignete sich das am 10. Juni zwischen 2 Uhr und halb 3 in der Früh. Gehen wir mal zu dem Feld. Gegenüber den Soldaten der 29. Infanteriedivision hatte die 352. Infanteriedivision den Vorteil, dass sie sämtliche Ausbildungen in dem Heckengelände der Normandie durchgeführt hatte und durch den Aufstellungsort Saint-Lô den Rückzugsweg dorthin bereits kannte. Damit konnte die 352. Infanteriedivision der 29. erfolgreich relativ lange Widerstand leisten. Die Zähigkeit und Ausdauer, mit der die deutschen Soldaten Widerstand leisten, lag sehr wahrscheinlich an der Ausbildung der Offiziere und Unterführer, die an der Ostfront gekämpft hatten. Hallo. Wir sind jetzt nördlich von Montmartre, vor dem Feld. Exakt, wir sind genau hier. Und da ist eine Brücke. Eine Brücke? Aber die Amerikaner suchten noch zwei Brücken. Zwei Brücken? Zwei Brücken über das Flüsschen Vire, dort. Nach den Verlusten musste sich das ganze Regiment zurückziehen und sich neu formieren. Das 175. Regiment übernahm die Führung. Die nächsten zwei Tage rückten sie bis zum Flüsschen Vire vor. Aber das ging zu schnell und sie gerieten ohne Deckung in einen deutschen Hinterhalt und erlitten heftige Verluste. Das Bataillon wurde um zwei Kompanien dezimiert. Eine Kompanie wurde dabei völlig vernichtet. Nichts scheint nach Plan zu laufen. Die deutsche Gegenwehr übertrifft jede Erwartung der Alliierten. Damit hatten sie nicht gerechnet. Eine ungeplante Kampfpause tritt ein. Für die kommenden Tage ist heftiges Unwetter vorhergesagt. Die Offensive gegen Saint-Lô muss verschoben werden. Während der Vormarsch nach Saint-Lô stecken blieb, blieb das Hauptziel die Einnahme der Hafenstadt Cherbourg. Dorthin wurden die Ressourcen verlegt und die 29. Division musste erst auf Nachschub warten. Fast genauso frustrierend wie die eigenen Verluste ist jetzt das Warten auf Nachschub, auf Verstärkung, auf den weiteren Vormarsch. Auch Jean-Christophes Bruder Laurent Gisbert hat sich Gedanken über seinen Vater und dessen Gefühle in jenen Tagen gemacht. Ich glaube, mein Vater hat Dinge gesehen, die ihn schwer durcheinandergebracht haben. Seine ganze Lebenssituation hat ihn gequält. Es war für ihn von Anfang an schwierig, seit dem 6. Juni. Der permanente Stress, nachdem man vom Strand weg war und die tückische Heckenlandschaft durchqueren musste. Ich erinnere mich noch genau daran, als wir noch klein waren und gemeinsam zum Zelten fuhren, wie sich mein Vater in seinem Campingbett gewälzt hat. Es muss ihn immer im Schlaf gequält haben. Meine Mutter hat mir mehrmals erzählt, in welchen Momenten ihn die Bilder im Kopf so marterten. Von ihm ging immer so eine Traurigkeit aus. Er war so verstört, oft gar nicht bei sich.
Es war sein Soldatenleben, das er dann vor Augen hatte. Und das belastete ihn maßlos. Vom Krieg zu sprechen, das war für ihn unmöglich. Zu dem quälenden Warten kommt die ständige Gefahr, die in dem verminten Gelände auf jede Bewegung der Soldaten lauert. Die Minen und der unsichtbare Feind. Mein Vater sollte mit mehreren Soldaten in einem Waldstück Minen räumen. Dans un bois. Et au bout d'un moment, il se trouve isolé. Aber auf einmal stand da ganz allein, bedroht von einem deutschen Soldaten. Par un soldat allemand. Et mon père a commencé à. Da fing mein Vater an, ihn auf Deutsch anzusprechen. Nicht schießen! Ich bin ein Deutscher, genau wie du. Und warum die amerikanische Uniform? Mein Vater ist Deutscher. Er ist nach Amerika ausgewandert. Meine Vettern sind Deutsche, genau wie du. Und wegen dieses Wortwechsels gab es kein Blutvergießen, kein Schuss fiel. Mein Vater fand seine Kameraden wieder und der Deutsche verschwand zu seinen Leuten. Hätte mein Vater damals nicht Deutsch gesprochen, ich glaube, dann gäbe es mich heute nicht. Zwei Männer, die miteinander reden, ohne Blutvergießen. Es ist eine gute Geschichte und ein schönes Lehrstück für mich als Sohn. Ich erfuhr sie eines Abends aus dem Munde meines Vaters. In diesen Tagen hatten die Soldaten nur einen Wunsch: ausruhen. Und für den weiteren Vormarsch die lang erwartete Unterstützung von Panzern und motorisierten Einheiten. Die Spannung aber blieb bestehen. Die Spannung und das ständige Gefühl, von einem unsichtbaren Feind bedroht zu sein. Der eigentliche Feind der Amerikaner war das Gelände der Normandie. Die Normandie zeichnet sich durch eine Vielzahl kleiner und kleinster Felder aus, die miteinander durch hohe Hecken verbunden sind, die meistens nur einen Eingang haben. Es lässt einen Einsatz von Panzerfahrzeugen oder motorisierten Kolonnen schwer zu. Der deutsche Infanterist hatte den Vorteil, dass er nur mit wenig Aufwand diese Felder leicht verteidigen konnte, sodass der eigentliche Feind der Amerikaner eigentlich mehr das Heckengelände war als der deutsche Soldat. Nach einer schweren Panzerschlacht im Kampfabschnitt von Saint-Lô, während der Gegner, der vorübergehend einen Geländegewinn bis zu 10 Kilometern verbuchen konnte, unter schweren Verlusten auf seine Ausgangsstellungen zurückgeworfen. In diesem unübersichtlichen Gelände hat sich ein aufreibender Buschkrieg entwickelt. Hier fällt der Infanterie bei allen Erkundungen eine ausschlaggebende Rolle zu. Im Raum von Saint-Lô, abgeschossene und brennende Schermenpanzer. Unfortunately, unglücklicherweise bekamen die deutschen Verteidiger Verstärkung durch Fallschirmjäger. So sahen sich die Amerikaner einem viel stärkeren Gegner ausgesetzt als erwartet. Die Kämpfe waren heftig und der Vormarsch kam immer langsamer voran. Bis Saint-Lô wurde von einem Feld zum nächsten gekämpft. Unterstützt von weiteren Infanterieregimentern und Panzereinheiten erreichen die Amerikaner am 18. Juli Saint-Lô und nehmen die Stadt endlich ein. Dort gehen die Kämpfe weiter. Dabei kommt es auch zu einer schicksalhaften Begegnung. Während der intensiven Kampfhandlungen innerhalb der Stadt sollte mein Vater einen
Befehl ausführen, sprich einen verlassenen Befehlsbunker sprengen, was man in der Eile des Rückzugs vergessen hatte. Auf dem Weg begegnete er amerikanischen Panzern, hatte dann eine Panzeranklopfbüchse dabei und hat Vorkehrungen getroffen, den Panzer abzuschießen, was die Panzerbesatzung aber bemerkte und hat rechtzeitig einen Schuss in Richtung meines Vaters abgegeben. Daraufhin ist er kurzfristig bewusstlos geworden. Wie er wieder aufwachte, bemerkte er, dass sein rechter Arm zerschossen war. Weitere Verwundungen hat er ebenfalls erlitten. Und der Panzerkommandant hat seine Luke aufgemacht und hat meinem Vater bedeutet, dass er sich zurückziehen dürfe. Und zwei Kameraden hatten die Traute vorzuspringen, um ihn aufzunehmen und dann zum nächsten Verbandplatz zu schaffen. Ein Held für mich ist der amerikanische Panzerfahrer, der meinem Vater in Saint-Lô Pardon gewährt hat. Wenn ich diesem Panzerfahrer begegnen könnte, würde ich ihn gerne zu meiner Familie einladen, um ihm das Ergebnis zu zeigen. So kam der Leutnant Hans Heinze durch die Menschlichkeit eines amerikanischen Panzerkommandanten mit dem Leben davon. Zum zweiten Mal, nachdem der junge Pharmaziestudent als Wehrmachtssoldat die mörderischen Kämpfe in Stalingrad überlebt hatte. Nach dem Krieg kehrte er nach Deutschland zurück und begann mit seiner Familie ein neues Leben. Die meisten seiner Kameraden hatten weniger Glück. Deutsche Soldaten geraten zu Hunderten in Gefangenschaft oder sind gefallen. Auf dem deutschen Soldatenfriedhof Lacombe werden später über 21.000 Mann bestattet, die bis Ende August 1944 in Nordfrankreich gefallen sind. Nach all den Opfern bis zur Einnahme von Saint-Lô erzählten sich die Männer, dass General Gerhard eigentlich drei Divisionen befehligte. Eine an der Front, eine im Lazarett und eine auf dem Friedhof. An diesem Morgen waren die Amerikaner bis Saint-Jean-de-Savigny gekommen und standen am Nachmittag vor der Kapelle de la Madeleine. Seit 18 Jahren ist dies eine Erinnerungsstätte. Sie wird von Jean Mignon betreut. Er hat die Ereignisse 1944 miterlebt. Als ich Saint-Lô wiedergesehen habe, war es eine Ruinenstadt. In diesem Augenblick habe ich daran gezweifelt, wie alle, dass diese Katastrophe irgendwie auch wichtig gewesen sein soll auf dem Weg zur Befreiung. Der Anblick war herzzerreißend. Alles ausradiert, nichts als Ruinen. Das hätte ich mir nicht vorstellen können, nur hier und da standen noch ein paar einzelne Häuser. Den Amerikanern, denen ich begegnet bin, habe ich immer gesagt, auch wenn ihr uns befreit habt, sollten wir über dieses Bombardement besser nicht mehr sprechen. Ich glaube, darauf hätten sie verzichten können. Und die andere Erinnerung, wer hätte die nicht? Das war der Tag der Befreiung von den Deutschen. Wir waren
Es war in einem kleinen Dorf nördlich von Saint-Lô. Ich sang da im Kirchenchor. Und ich erinnere mich, dass am Mittag ein kleiner Junge von einem Hof in der Nachbarschaft gelaufen kam und uns zurief, Amerikaner sind auf der Straße. Wir liefen auf die Straße, wo ein Militärkonvoi hielt. Da haben wir zum ersten Mal die Amerikaner gesehen. Ich war ja nicht sehr groß damals und mir kamen sie vor wie Riesen. Wie alle Jungs war ich von diesen Soldaten schwer beeindruckt. Wir bestaunten ihre Uniformen, ihre Schuhe, ihre Helme. Einer hat mir ein Kaugummi geschenkt. Er zeigte mir, dass ich es in den Mund nehmen kann. Ich erinnere mich, wie ich auf Englisch zu ihm sagte, Thank you very much. Und er drehte sich nur zu seinem Kameraden um und sagte, total erstaunt, he speaks English. Da war ich sehr stolz auf mich. Das war meine erste Begegnung mit Amerikanern. Und wir waren befreit. Sommer 44. Für meinen Vater war das der Sommer der Landung, der Sommer der Schlachten, der Sommer der Befreiung. Aber das Wichtigste für ihn war die erste Begegnung mit seiner zukünftigen Frau. Mein Vater war zwischen Rouen und Bosc-le-Ar einquartiert. Eines Abends ging er zu einem Ball, den das Rote Kreuz zu Ehren der Befreier veranstaltete. L'arrivée des Libérateurs. Faut préciser que mon père avait. Mein Vater war eine auffallende Erscheinung. Er war groß, er sah gut aus, er ließ einen nicht kalt. Auf den ersten Blick verfiel meine ganze spätere Familie dem Charme dieses kultivierten amerikanischen Soldaten. À ce bal de la Croix-Rouge. Auf diesem Rotkreuzball war auch meine Tante, die als Krankenschwester arbeitete, die Schwester meiner Mutter. Ironie der Geschichte, mein Vater, von allen beachtet, hatte zuerst einen Blick auf meine Tante geworfen. Als er dann meine Mutter sah, da war das Liebe auf den ersten Blick. Meine Mutter hatte nur Augen für ihn. Und auch meine Großeltern konnten sich dem Charme des Soldaten Giesbert mit seinen 1,82 Meter und seinen athletischen Schultern nicht entziehen. Meine Mutter war wie verzaubert. Eine schöne Liebesgeschichte. Und so kam es, dass Frederik Giesbert, der US-Soldat deutscher Abstammung, eine Französin zur Frau nahm und eine Familie gründete. Der Vater von Marie-Berthe Alain war im französischen Widerstand und empfand die Verbindung seiner Tochter mit einem der Befreier als glückliche Fügung. 70 Jahre danach treiben die Kriegsereignisse des Juni 1944 die Familie Gisbert noch immer um. Die Spurensuche ist nicht beendet. Zu stark sind die Bilder, die ihnen ihr Vater hinterlassen hat. Eines Tages entdeckte ich zufällig Kohlezeichnungen meines Vaters. Die sind ziemlich makaber, wie aus einem Albtraum. Viel Schwarz, viele Tote, viele Schießereien. Auf einmal hatte ich einen anderen Menschen erkannt. Ich erkannte meinen eigenen Vater. Und zusammen mit seinem Sohn Martin nimmt Laurent Gisbert die Bilder wahr, die sein Vater die ganze Zeit im Kopf hatte. Und über die er in all den Jahren nie mit seinen Söhnen sprechen konnte. Das ist makaber, düster, wie man es auch sehen mag. Gleichzeitig ergreifend. Bizarre ist es, weil es aus deutscher Sicht gesehen ist.
Da liegt einer schon im Sterben und der Mann am Funkgerät versucht noch die Position durchzugeben. Und dann die Panzer. All die Panzer. Hier eine besonders unheimliche Szene. Der amerikanische Helm, ein Soldat, der sein Corned Beef isst, das Gewehr im Arm. Da eine Leiche, eindeutig ein Deutscher, das sieht man am Helm. Das ist bei Omaha. Ja, Omaha Beach. Ich kann mir meinen Vater in dieser Situation genau vorstellen, nach allem, was er erlebt hat. Klar, dass ihm das nicht einfach so in den Sinn kam. Das sind seine Erinnerungen. Das hat er so erlebt, ganz klar. Er hat Entsetzliches durchgemacht. Und nie mit uns darüber gesprochen. Ich bin ihm nicht böse, dass er es uns verschwiegen hat. Ich bin ihm dankbar, dass er uns davor bewahrt hat. Deswegen und seinetwegen konnten wir Kinder sein und in Frieden aufwachsen. Dans une espèce de tranquillité relative. Weißt du, Martin, dieses Foto berührt mich besonders. Es ist eines der seltenen Bilder deines Großvaters und es zeigt seine frappierende Ähnlichkeit mit dir. Die gleichen Haare, die gleichen Augen. Und noch ein Detail, dich bringt es vielleicht zum Lachen. Du hast die gleichen Ohren. Du bist nur ein bisschen dünner. Aber sonst ganz dein Großvater. Frederick Giesbert starb 1979 und nahm die grausigen Erinnerungen an die Junitage 1944 mit in sein Grab. Seine Söhne Jean-Christophe und Laurent konnten nicht alles rekonstruieren, was ihm damals widerfahren ist. Doch die Spurensuche hat ihnen den Vater näher gebracht. Den Vater, der so lange wie ein Fremder war.